Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, willkommen bei dem Video, wo es um das Krümmungsverhalten und die Wendepunkte geht. So, wir haben hier den Graph einer Funktion, das ist der Graph, also ist genau derselbe Graph wie beim letzten Video, nur dieses Mal geht es um das Krümmungsverhalten. Was ist denn das Krümmungsverhalten? Um uns das ganz gut vorstellen zu können, stellen wir uns mal neben dem mathematischen Graphen, den wir haben, ein Auto vor, das über eine Straße fährt. Und überlegen uns, wie muss das Auto über diese Straße fahren? Wir beginnen ganz links, auch im Graphen, wo das Auto gerade steht. Okay. Ich fahre also von hier so lang, oder? Das ist richtig. Genau, das Auto fährt jetzt. Und wenn wir uns mal genauer betrachten auf dem Bild vom Auto, dann können wir sagen, das Auto fährt damit eine Rechtskurve. Stimmt. Es muss in irgendeiner Form gelenkt werden, weil ansonsten das Auto aus der Bahn fallen würde. So. Ja, aber schau, hier doch nicht mehr. Da fährt es doch keine Rechtskurve mehr, oder? Genau. Ab dem Moment, wenn das Auto jetzt weiterfährt, wechselt das Auto in eine Linkskurve. Sehen wir, glaube ich, recht deutlich. Und irgendwann hier ist die Linkskurve jetzt wieder fertig und irgendwann kann man dann sagen, aus der Perspektive des Autos, es fährt gerade weiter. So. Das heißt, Krümmungsverhalten geht es darum, wann wechselt ein Graph von einer Links- in eine Rechtskurve. Den Punkt haben wir gerade schon gesehen und den markieren wir jetzt auch mal genauer. Gut, jetzt haben wir hier nicht nur den Punkt eingezeichnet, sondern hier auch zwei Bereiche, hier und hier. Genau, und in dem ersten Bereich haben wir, wie wir gerade erläutert haben, eine Rechtskurve, blau dargestellt. Und im zweiten Bereich haben wir eine Linkskurve, hier grün dargestellt. Okay, gut. Jetzt gucken wir uns mal diesen ersten Bereich an. Wir hatten ja im letzten Video gesagt, dass man dann auch was über die erste Ableitung aussagen kann. Genau, darüber haben wir über die Monotonie geredet. Schauen wir uns das hier mal an. Beginnen wir mal wieder relativ weit links. So, hier. Und hier steigt die Funktion, das heißt, die erste Ableitung ist größer als 0. Dann oben am Scheitel ist die erste Ableitung gleich 0, denn wir haben die Steigung 0. Und dann fällt die Funktion wieder, das heißt, die erste Ableitung ist kleiner 0. Das heißt, die erste Ableitung wird die ganze Zeit kleiner, von positivem Bereich zu 0 zum negativen Bereich. Das heißt, wir können sagen, die erste Ableitung ist streng monoton fallend. So gut, auf der Seite haben wir es aufgeschrieben. F' ist streng monoton fallend. Jetzt haben wir es auch auf der Seite aufgeschrieben. Aber hier nicht fallend, sondern streng monoton steigend. Okay, schauen wir es uns mal an. Also F' ist in dem Bereich negativ, klar, da die Funktion fällt. Hier in dem Punkt ist sie 0. Und in dem Bereich ist F' wieder größer 0, weil die Funktion ja steigt. Okay, also ist F' die ganze Zeit hier kleiner 0, hier 0, hier größer 0, ja, streng monoton steigend. Genau. Passt. Es wird größer. Okay, wunderbar. Gut, jetzt warte mal. Wir hatten ja gesagt, wenn die Funktion, also nicht die Ableitung, sondern die Funktion streng monoton fallend war, dann galt für die Ableitung, dass sie kleiner 0 war. Das war im letzten Video. Genau, dann können wir das doch jetzt auf die Ableitung übertragen. Wenn also die Ableitung streng monoton fallend ist, dann muss deren Ableitung kleiner als 0 sein. Also die zweite Ableitung. Genau, und das schreiben wir uns auch genauso auf. Okay, also f2' von x ist kleiner 0, dann ist der Graph von f eine Rechtskurve und im zweiten Bereich f2' von x ist größer 0, dann ist der Graph von f eine Linkskurve. Das kann man sich auf diese Weise herleiten, wie wir es uns gerade überlegt haben, oder man muss sich es einfach auswendig merken. Eins von beiden. Ja, und übrigens noch eine Sache, dieser Punkt hier, also wo es von Rechtskurve in Linkskurve übergeht, der hat einen Namen, den nennt man Wendepunkt und wir kürzen ihn ab mit einem großen W. Übrigens gibt es hier auch zwei Sorten, wie beim Hoch- und Tiefpunkt. Nee, das ist das Schöne daran, hier muss man nicht unterscheiden, geht man von rechts in links oder von links in Rechtskurve, man redet einfach in beiden Fällen von einem Wendepunkt. So, zum Krümmungsverhalten kann man Folgendes notieren. Ist f2' von x kleiner 0, so ist der Graph von f eine Rechtskurve. Und ist f2' von x größer 0, so ist der Graph von f eine Linkskurve. Was wir in grauen Klammern dargestellt haben, das ist nochmal dieser Zwischenschritt, wo man über die erste Ableitung geht, was zur Herleitung und Überlegung, warum das so ist, ganz gut ist, was man sich aber nicht unbedingt merken muss. Gut, wichtig für euch ist genau für die Aufgaben auch, dass ihr das Krümmungsverhalten bestimmen könnt und auch die Wendepunkte bestimmen könnt. Da gibt es hier ein Verfahren, das gucken wir uns am besten direkt am Beispiel an. So, die Aufgabe lautet, bestimme die Intervalle, auf denen der Graph der Funktion f von x gleich 1 Drittel x hoch 3 minus 2x² plus 4x
eine Links- bzw. Rechtskurve ist und gibst seine Wendepunkte an. Das, was wir hier hingeschrieben haben, das braucht ihr nicht hinschreiben. Das ist nur nochmal das Verfahren aus der Regel, was ihr schon habt. Dieses Verfahren wollen wir jetzt aber durchgehen anhand dieses Beispiels. Wir fangen an mit dem ersten Schritt. Gut, bevor wir dazu aber kommen, brauchen wir überhaupt erstmal die Ableitung und diesmal nicht nur die erste Ableitung, sondern auch die zweite. Also für euch bildet mal beide Ableitungen und die Lösung dafür gibt's. In 3, 2, 1. Okay, das wären die beiden Ableitungen, habt ihr hoffentlich genauso hingekriegt. Gut, und jetzt müssen wir die zweite Ableitung 0 setzen. Das heißt, wir müssen 2x minus 4, also das hier, gleich 0. Ich sehe, du schreibst es gerade. Jetzt, das ist ja relativ leicht zu lösen. Das könnt sich ja auch ihr schnell mal lösen. Mach es doch kurz mal und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Gut, da können wir es jetzt direkt live angeben. X ist gleich 2. Ja, das war einfach. Dann können wir direkt mit dem zweiten Schritt weitermachen, dass wir einfach diesen X-Wert auf einer Zahlengerade einzeichnen. Okay, super, hier ist die Zahlengerade auch schon und der Wert 2 wurde eingetragen. Jetzt haben wir wieder zwei Bereiche, einmal links von der 2, einmal rechts von der 2. Und jetzt müssen wir mal gucken, ist es hier links eine Links- oder Rechtskurve? Und auch hier ist es eine Links- oder Rechtskurve. Wie machen wir das? Na gut, wir müssen einfach wieder Testwerte festlegen und für diese Testwerte ausprobieren, wie verhält sich die zweite Ableitung. Okay, dann nehmen wir hier links doch einfach mal einfach nur 1 weniger als die 2, machen wir es uns einfach, nehmen den Wert 1. Mhm. Und rechts nehmen wir auch 1 weiter weg von der 2, also die 3. Gut. Und ich denke, diese Testwerte könnt ihr jetzt mal in die zweite Ableitung einsetzen, also hier einsetzen. Und dann sehen wir uns wieder 3, 2, 1. Okay, diese Werte auszurechnen solltet ihr hingekriegt haben. Jetzt haben wir zwei Werte, wir müssen aber wissen, dieses größer oder kleiner 0, das muss man jetzt noch beurteilen. Kriegst du das hin? Oh, ich... Schwierig, schwierig. Okay, also minus 2 ist, glaube ich, kleiner 0. Sehr gut. Gut, und 2 auf der anderen Seite ist, glaube ich, größer 0. Mann. Super. Okay. Ja, aber es ist wichtig, das hinzuschreiben. Das stimmt schon. Es ist zwar einfach, aber es ist wichtig, das hinzuschreiben, weil jetzt wissen wir in diesem gesamten Bereich, wo wir diesen Testwert genommen haben, da wissen wir, ist die zweite Ableitung in diesem gesamten Bereich kleiner 0. Und hier in dem gesamten Bereich ist sie größer 0. Okay, damit haben wir im ersten Bereich kleiner als 2, f2' von x kleiner als 0, also eine Rechtskurve. Und im zweiten Bereich größer als 2 ist f2' von x größer 0 und damit eine Linkskurve. Und was ist zwischen den beiden Bereichen? Hier bei x gleich 2, da haben wir den Wendepunkt. Gut, und das schreiben wir jetzt auch noch auf. So, wir schreiben also auf, der Graph von f ist auf dem Intervall minus unendlich bis 2 eine Rechts- und auf dem Intervall von 2 bis unendlich eine Linkskurve. So, und den Wendepunkt wollen wir auch notieren. Wir wissen schon, er ist an der Stelle x gleich 2, denn dort wechselt es von der einen in die andere Kurve. Was uns noch fehlt, ist sein y-Wert. Und dafür müssen wir x gleich 2 in die ursprüngliche Funktion da oben einsetzen. Das sieht erstmal wild aus, aber wenn man das in Ruhe probiert, wäre es relativ einfach zu berechnen. Rauskommt nämlich 8 Drittel. Das ergänzen wir uns noch hin und haben damit auch unseren Wendepunkt vollständig. Wunderbar. Gut, dann haben wir die Aufgabe gelöst. Wir werden im Unterricht noch andere ähnliche Aufgaben lösen. Das war es jetzt erstmal für dieses Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.